Ja, und somit herzlich willkommen und hallo zur Folge Nummer 11 von Internet Café Simulator 2. Ich wollte eigentlich gerade heute etwas zu trinken holen und dann höre ich noch, wie es fährt auf den Brennen zwischen den Folgen. Ich habe den Feuerlöscher genommen, bin hinterher gesäckelt und das ist das Resultat davon. Das müssen wir jetzt möglichst schnell wieder in Ordnung bringen. Jetzt ist alles quer durch den Raum geflogen. So. Der kommt auch nicht daher, der kommt daher. Wo ist der Bildschirm hergeflogen? Da hinten. So. Der läuft wieder. Der hat. Was fehlt dem? Der Computer ist doch da. Sag jetzt nicht, der ist kaputt. Du hast jetzt das zweite Mal brennt. Okay. Das ist kühler. Das ist okay, okay, okay. Die warten alle auf mich. Ich bin da. So. Ah, stressig, der Job als Internet-Kaffee-Besitzer. Aber wie gesagt, jetzt nochmal in aller Ruhe. Hallo und herzlich willkommen. Schön seid ihr wieder mit dabei, schön habt ihr eingeschaltet. Heute wollte ich mich mit euch zusammen mit dieser ganzen Game-Cracking-Sache beschäftigen. Ich habe mir zwar eigentlich in der Zwischenzeit ein Video anschauen, wie das genau funktioniert. Ah, merci. Scheiße. Ich habe es aber nicht geschafft, weil wie gesagt, ich habe es nicht mal geschafft, etwas zu trinken zu holen, weil es hat da hinten verbrennen. Und ah, stimmt, der Feuerlöscher sollte ich holen. Bevor ich es wieder vergesse. Merci fürs Trinkgeld. Feuerlöscher. Ey! So, den kannst du mal haben, den brauche ich nicht mehr. Danke. Aber so einen brauche ich. Und den packen wir in den Rucksack. Soll ich den zweiten kaufen? Komm. Shit, den muss ich zuerst in die Hand nehmen. Den herziehen, so. Und dann kaufe ich mal noch so einen leeren Disk. Den ich im Mund habe, scheinbar. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das irgendwie herbringen mit dem. Ja, ich bin da. Ja, mit PC muss ich natürlich aufstarten zuerst mal. Komm mal gut. Ja, ich komme. So. Gut, jetzt schauen wir mal. CMD. Wie macht man echt das? Wir gehen mal ins Internet. Wir haben eine E-Mail. Aus von unserem. Dass sie wieder eine Chance haben. Okay. Apps. Hier, Crack. Neue IP. Beispiel: Join Server. Aus Sicherheitsgründen. Ändert sich unsere IP ständig? Okay. Neue IP. Join Server. Muss ich mir jetzt die aufschreiben, oder? Wie mache ich jetzt das? Die kann ich ja nicht mal rauskopieren. Mann, Moment. Ich brauche ein Zettel. So. Hey. Also, neue IP ist 59. 59.225.107 Moment. 99. Okay. So. Join Server. Join Server. Gehen wir jetzt ins Darknet oder was machen wir jetzt? Hier. Join Server 59.225.107.99. Befehl nicht gefunden. Merci.
Ah, will ich noch Caps Lock drin haben. Join Server 59.22.5.107.99. Oh, okay. Ja, merci. Danke. Tschüss zusammen, merci. Okay. Also, welches Game haben wir noch nicht? Rush B Simulator. Nein, das ist easy. Dann nehmen wir mal das. Also, dann nehmen wir. Die ID ist 39 LJ H Z 7 M 46 Z. So. Okay. Wie knacken? Send Package. Paketza. Um ein Spiel zu knacken, muss ich einen richtigen Port finden. Um einen richtigen Port zu finden, sollten Sie die Ports scannen. Oh, nein, nicht schon wieder! Ey, Mini! Okay, es ist immer die gleiche Kerze, die brennt. Nein, stimmt gar nicht. Das letzte Mal war der Ding gesehen. Okay. Die Ports scannen, die das Spiel hat. Wenn sie jedoch zu viele Pakete senden, kann das System sie bemerken. Also Send Package und dann der Code und die Anzahl. Wenn sie den richtigen Port gefunden haben, müssen sie ihn nur noch knacken. Crack. Heute ist es kompliziert. Also, Send Package. Send Package 39 LJ H Z 7 M 46 50. Befehl nicht gefunden. Habe ich Package falsch geschrieben? Oh Gott! Ich hätte den Laden zu tun in dieser Zeit. Send. Z7M46 50. Übermäßige Senden von Paketen festgestellt. Ja, toll. Kann ich den Code mal kopieren? 39 LJ H Z 7 M 46. Kann ich das auch kopieren? Okay, nice. Also Send Package 20. Paket, Versand, Vorgang abgeschlossen, ja. Und welches ist jetzt der Port? Keiner. Send Package 20. Ja, und welches ist jetzt der Port? And
Package. 20. Richtiger Port muss ich haben. Oder habe ich ja nicht. Send Package 30. Paketversandvorgang abgeschlossen. Ah, 91, ist das. Bin ich zu dumm einfach? Ist jetzt das Port 91, wo geht? Also merken wir es mal, Port 91. Danke. Merci. Dann nehmen Sie Crack, den Game Code oder Port 91. Also, Crack, Gameport, 91. Falsche Port eingegeben. Ich schnau's nicht. Merci. Send. Package 20. Toll. Send Package 20. Oh Gott. Haben wir schon 3000. $300 wieder. Jetzt können wir ja wirklich mal drauf schießen und hier aus Auto rausschmeißen und neues kaufen. Huh? Send Package. Aber ich will das schaffen. 15. Okay. Send Package 15. Und welches ist es jetzt? Das 69. Crack. 69. Nein. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das echt nicht. Crack. Merci. Alter, 450 Steine. Wenn sie doch zu viele Patch. Ja, okay. Das ist klar. Mac Cracks. Knackbare Spiele. Aufträge. Wie knacken. Send Package. Und dann bekommst. Wie finde ich denn den richtigen Port? Send Package. Zack. 20. Ich glaube einfach, ich habe immer noch nicht das richtige Package. Send. Aber ich kann nicht aufscrollen, weil jetzt dort noch etwas weggestanden. Scheiße. Einmal die falsche Taste und das war's. Und der Scheiß nochmal eingeben. 39 L H. Nein, wäre richtig gewesen. L J H
Z7, Moment, M46 20. Copy. Come on. Ah, richtiger Port gefunden, 111. Okay, nice. Das war alles richtig, aber wir haben zu wenig Geduld gehabt. Crack. Crack beginnt. Oh, nice. Hätte ich uns jetzt um $300 bescheissen, die Alte. Mhm. Moment, ich bin gerade das Game Crack, Alter. My Cracks, okay. Cool, 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 cool. Merci. Merci. Macracks. Disk schreiben. League of Dot 4. Keine leere CD im Computer gefunden. Okay. Das können wir ändern. Hey. 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 Empty Disk. So. E drücken. Nice. Okay. So. Ja, ja, ich bin da. Machen nochmal gut illegal. Bau, 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 bau. So, dies schreiben. Raub kopieren. Die Frage ist einfach, was machen wir dann? Das kann ja sicher irgendwo verkaufen, aber. So. Also ein Auftrag. Der Redemptor 32 wird League of Dot für $82. Das ist mich verarschen. Den ganzen Scheiß mache ich hier für $82. Sie können die Karte öffnen, indem sie. Mhm. Das weiß ich, danke. Ist das er hier? Aber schon, aha. Ich bin Bitcoin-Man. Den ganzen Scheiß mache ich hier für $82. League of Bot of Dot. Okay, wer hat Cops halten mich jetzt an? Jetzt weiß ich auch, für was ich durch die Suche gehen sind. Ist der hier? Nein. Da, dieses Spiel. Oh yeah. Richtiger Gangster bin ich. Hallo. Ich würde gerne einen Bitcoin-Miner kaufen. Merci. Oder weißt du was? Eigentlich. Ich glaube, ich nehme jetzt zwei mit. Danke. $82, Mann. Das verdiene ich in Minuten, bra. Ja, ja, ich bin gut da. So. Merci, danke schön. Danke. So. Kann ich die auch stapeln? Schade. Der läuft noch, oder? Ja, wunderbar.
So. Aha, warte jetzt mal. Aha, das kann ich jetzt mehrmals verkaufen. Interessant. Schlechte Kommentatoren essen Scheiße. Es ist ein sehr beschissener Ort. Weißt du, kann ich mal ein paar Games kaufen, dass die sich mal die Schnur an. Kann ich nicht einfach die, die ich kaufe, kopieren? So. Wenn ich gerade noch Kunden ist, das wahr? Geht mir ja um 5 Uhr morgen. Wie sieht es in Bitcoin-Front aus? Weil dort sehe ich uns mehr als da irgendwelche komischen Games cracken. 0,42 16.000. Weißt du was, komm. Ist der jetzt gestiegen noch seit dem letzten Mal oder nicht? Ich weiß es nicht, aber komm, wir verkaufen einfach alle. Wir haben 19.000 Stutz. Okay. Ich würde mal sagen, da wird ein bisschen ausbauen, Bro. Automatische Schiebetür. Hotdogwagen. Lautsprechersystem. Einbrecherschutz. 490, soll das heissen. Ja, komm. Lautsprechsystem brauche ich eigentlich nicht mehr, noch nicht. Aktualisierung. Wenn wir Küche kaufen. Küche, WC, Stegen. Oben. Jetzt wird expandiert, liebe Leute. Schiebetür. Hotdogwagen. Kaffeemaschine. Verkaufsautomat. Toaster. Urinal. Ein WC. Ein Kühlschrank. Ein Spiegel. Flüssigseife. Handtrockner. Ja komm, es soll, da gibt es Mikrofon. Und Lautsprecher. Und jetzt sind wir pleite. Ob jetzt das schlau war, ist die andere Frage. Ja. Schauen wir mal, was wir uns da so gegönnt haben. Also, wir haben jetzt hier eine Schiebetür. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt mehr Platz. Wir haben einen Kühlschrank. Wo nichts drin ist. Cool. Alter, wie detailliert ist das Game bitte? Ich brauche eine Kaffeekanne. Kann ich mir jetzt einen Kaffee machen, oder wie? Wissen Sie, stellen Sie Kaffeekanne in die Maschine. Tastli. Kaffeekanne. Einsetzen. Ich brauche eine Kaffeekanne, die ist doch drin. Alter, ist das laut! Alter! Alter! What the fuck ist das laut? Boah! Okay, ich mache nie mehr Kaffee. So, und jetzt? Bauen. Kann ich den Leuten Kaffee schenken oder wie? Ich brauche Brot. Aber dann kannst du jetzt noch wirklich kochen und machen und tun. Geben Sie die Nummer des gewünschten Artikels ein. Eins. Fünf. $5. Genehmigen. Und jetzt. Kann ich jetzt da das Ding auch trinken, oder? Ich bin verwirrt.
Ich bin maximal verwirrt, was wir jetzt hier gemacht haben, Leute. Ja, ich bin da. Ich glaube, wir brauchen jetzt Personal. Komm, ein Maid. Und ein Koch. Ich weiß zwar nicht, was das noch mit dem Internetcafé zu tun hat, aber hey. Ah, come on! So? Ja, Sally! Hoi! Moment! Pick up Peter. Hoi! Wo geht der her? Auf das WC. Mhm. Alter, gewisse Geräusche sind so übertrieben laut. Ja. Und was... Kann ich jetzt noch Essen und Trinken verkaufen? Oder was ist genau die Idee von dem Ganzen? Okay, wenn der Kunde eine Bestellanfrage stellt, wird sie hier erscheinen. Okay. Kommt die Scheiße riechen wollen. Ja, okay. Nächste Bitcoin-Ladung stecken wir definitiv in Computer und so, aber ich habe es jetzt irgendwie gefeiert. Kann ich hier das ganze Rack tragen? Yes, nice. Wo ich glaube, das bringe ich mal hier die Stecken auf. Alter, wir haben huren Platz. Komm. Ich glaube, es wird eine richtige Bitcoin-Farm da oben. Ja, ich bin da. Ist so klar gewesen. Ja. Can I get this? Okay, die sind zum Zeug bestellen. Aha. Alter, das kommst du in meinen Laden rein und kontrollierst mich? Hier, Mann! Mein Laden! Okay, sie hat jetzt eine Bestellung angenommen und er lädt jetzt die aus dem Automat. Oder wie läuft das jetzt hier genau ab? Ja, Moment. Ich glaube, jetzt brauche ich dann sicher hier oben auch noch eine Klimaanlage, weil es schon stört, zu heiß ist und dann, sie sind nicht effektiv. Ich hoffe mal, die kümmern sich um alles. Weil mehr Personal kann ich ja nicht anstellen, also. Das sieht immer gut aus. Und ich hoffe, die Schiebetür bringt etwas gegen die Diebe. So, bei denen weiss ich es noch, die haben 75 gegeben vorher dungen. Und hier immer noch. Also spielt die Temperatur gar keine Rolle. Ich stelle gleich mal eine Klimaanlage her, vielleicht. Merci. Ich habe schon wieder 0,63. Ich habe schon wieder 2000 Dollar gemacht in dieser Zeit. The fuck, Alter. Merci. So, ich würde gerne Zamazor.
Ich schwöre, in der nächsten Folge machen wir Upgrade von den PCs. Leute. Aber jetzt kommt auf einmal noch ein Air Conditioner für unsere Bitcoin Farm. Hohoho. Ui, fast. So, was ist das gewesen? Okay. Frage nicht. Ich will es nicht aus. Ach komm. Also, die kümmern sich scheinbar ziemlich schnell um die Bestellungen. Das finde ich gut. Du bist eine gute. Schreibt mal bitte Namen für sie in den Kommentaren und Namen auch für ihn hier. So. Und jetzt kurz. Die schauen, ob da. Ja, perfekt Timing. Ah, hier haben wir jetzt den Hotdog gestanden. Oh, fuck, Alter. Oh, Gott, ey. Ey, Spiel, das kannst du nicht mit mir machen. Geht's doch nicht, Alter. So, hier. F. Voll abkühlen. Nicht, ob das schlau ist und ob das etwas bringt. Ich glaube, die haben vorher genau gleich viel gebrungen, oder? Egal. Oh mein Gott, mein Herz, Mann. Merci. So, und ich sollte nämlich langsam los und wir sind ja schon bei 32 Minuten. Ah! Fahren die Schnurre! Hey, ich komme nicht weg hier! So! Ich wollte doch noch ein schönes Bild geben. Wo ist sie? Hier. Sie läuft! So, meine Damen und Herren. Schaut ihn wie Psycho. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es von der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da, ein Abo und einen Kommentar. Und sonst halt auch nicht. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Hoffe, dass ich den Tag ein bisschen verschönern und wünsche noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, was auch immer. Kuss auf die Nuss, bis gleich. Timo, Ciao. Mua.